Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zum Live-Trading, zur Börseneröffnung am Morgen mit natürlich Dirk Hilger. Und wie man unschwer erkennen kann, ich bin nicht der Nelson. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier zum Webinar. Auch natürlich im Namen von FXLED. Und ganz wichtig, gehen wir erstmal über den Risikohinweis. Ja, also alles, was der Dirk hier macht, ist auf keinen Fall irgendwie eine Art von Handelsempfehlung. Ja, Sie müssen Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Von daher, ja, also Ihre eigene Entscheidung sollte da im Vordergrund stehen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Dirk, bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist immer bereit. Okay, dann. Zwangsläufig. Fragt ja nicht wirklich einer danach. Dann übergebe ich dir mal den Bildschirm. So. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß, ne, und viel Das hier Erfolg. funktioniert. Ja, ne? Ich könnte zu, mein Bildschirm müsste da sein, so wie ich das sehe. So, moin Florian und moin in die Runde hier zum Live-Trading. Das ist das zweite Mal jetzt für dieses Jahr. So, mal gucken, dass hier auch funktioniert. Und ich habe ja gestern schon angekündigt, so wenn der DAX da startet in nochmal irgendwie oberhalb 13.500 und 550 und dann gehe ich heute in den Streik. Aber wir haben ja halt jetzt so ein bisschen Bewegung, wie man sieht. Gott sei Dank. Ich hoffe nur, wir laufen nicht gleich nochmal da rein. Ich gehe natürlich gleich hier auf den Chart, damit man sieht, was da los ist. Und wie ich sehe, apropos los ist, hier ist ganz schön viel los. Also Hut ab. Also für das, was wir hier an Teilnehmer haben, vor allen Dingen natürlich auch um die Uhrzeit. Gut, aber wer es halt ein bisschen professionell machen will, der ist natürlich auch morgens um 9 auch am Start. Mal gucken, ist hier aufgeräumt? Ja, hier ist aufgeräumt. Ja, das ist immer so. Einblicke hier in mein Chaos, ja nicht wirklich, aber ich bin heute Morgen tatsächlich ein bisschen spät angewiesen, erst nach 8 hier am Start, klingt wahrscheinlich ein bisschen verschlafen. Ja genau, hier schreibt schon der Lutze, kommen einige natürlich morgen zum Thorsten um 7:45. Thorsten ist ja halt auch verrückt, er ist halt auf jeden Fall ein Frühaufsteher. Das bin ich nicht wirklich so, muss ich gestehen. Manchmal funktioniert das und dann aber eben auch oft nicht. So, wir haben jetzt halt, ich gehe mal gleich rüber auf das Bild hier. Also, ich habe eben so ein neues Element. Hier unten sieht man es. Ja, vielleicht kann man es ja erkennen, ne? Da unten so. Ich habe mir mal das Euwax-Sentiment hier mal live ins Bild geholt. Ich hoffe, das funktioniert und macht mir hier nicht mein ganzes Setup kaputt. Das heißt, wir haben da so ein Tacho. Immer wenn der nach links ist, und der ist auch nachher hoffentlich noch da. Und das ist halt immer das aktuelle Sentiment, was wir dann hier mit drauf haben. Und jetzt werden wieder einige sagen, ja, ich weiß, oder du sagst immer, gibt es so nichts auf Sentiment. Man muss immer vorsichtig sein beim Sentiment. Sentiment sagt ja nur irgendwie so, was ist gerade in diesem Moment, halt einfach jetzt hier Euwax, ist halt die Börse Stuttgart, das heißt, was ist da an Zertifikaten, in welche Richtung halt hauptsächlich unterwegs. Und das Sentiment dreht natürlich vor allen Dingen halt auch sehr, sehr schnell. Und es ist halt für mich immer höchstens wirklich ein zusätzlicher Indikator, um zu sehen halt, ob ich halt, oder wo man halt oft dran sieht, warum es dann halt nicht weitergeht. Sagt er jetzt meines Erachtens nicht unbedingt was drüber aus, was mit der Richtung halt ist. Und deswegen habe ich es mal, außerdem sieht es gut aus und deswegen habe ich es da unten mal reingemacht. So, ich gehe jetzt mal rüber hier auf das Hauptbild und da darf man jetzt mich bitte nicht gleich für töten, weil ich habe nämlich hier einen kleinen Trade auf und der ist aber halt tatsächlich ja ganz einfach nach Legende, also nach dem, was ich hier halt als Handelsansatz bei mir entsprechend auch mit dem Block ja auch mitgebe. Wir haben halt einfach hier nur einen Rücklauf gehabt an die 502 und die habe ich mir mal geholt. Ich habe sie auch einmal eben zu früh geholt und bin dann mal kurz rausgeflogen mit 10 Punkten. Das war eigene Doofheit. Das sieht man dann hier auch, ne? Und da habe ich halt gedacht, okay, da war ich noch nicht richtig wach, aber dann hole ich mir jetzt die 502 nochmal separat. Ob die jetzt hält, weiß ich natürlich nicht. Ist halt klar. Aber generell, was der DAX da halt gemacht hat und weshalb ich da jetzt auch erstmal short bin. Also erstmal hoffe ich, dass es wirklich halt da jetzt oben erledigt ist, hier oben in der Range. Zeig die mal ganz kurz hier im Stundenchart.
wie das Ganze aussieht. Wo ist eigentlich der Nelson heute? Das hat er ja gestern nicht so wirklich verraten, Florian, ne? Der hat nur so irgendwie ganz ominös angedeutet, der hat da irgendwie Termine. Aber mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Also generell waren das halt hier oberhalb der 502, von mir aus auch 500. Da sehen wir ja halt, das sind halt deutliche Supports da halt an der Stelle. Und da ist er jetzt halt auch dann wenigstens mal eine Ecke tiefer, dann mal drunter. Und hat hier das eigentlich mal so ein bisschen gebrochen. Und deswegen war das natürlich jetzt mal abgesehen davon, dass die 502, dass die halt Bestandteil einfach von meinem Handelsansatz ja auch ist, ist es jetzt halt einfach hier oben ein Support. Also ich meine, das ist ja nichts Neues, ne? Support wird Widerstand, Widerstand wird Support, sobald das Ganze umgedreht ist. Deswegen fand ich das halt jetzt legitim. So, das sagt jetzt aber nichts darüber aus, wie das Ganze halt weitergeht. Generell wäre ich ja immer noch ein Freund davon, dass wir halt mal in den Bereich da unten halt laufen, dass wir hier halt mal so ein bisschen Bewegung kriegen. Also das heißt, ein Bild, ja, so wird er nicht laufen. Moment, muss man hier den Timer ausstellen. So, dass wir halt mal so eine Bewegung kriegen und dann halt wirklich mal hier unten drauf dippen. So, und dann sieht man halt mal weiter, was dann halt passiert. Das wäre mein Wunschszenario, ne? Aber das schreibe ich ja schon die ganzen Tage. Und ob das dann so kommt, das weiß ich ja natürlich auch nicht. Aber halt hier oben dieses Gezackere da auf hohem Niveau und dann mal eben durchlaufen, ich weiß nicht. Also das ist mir die ganze Zeit ja schon so ein bisschen suspekt. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, wenn wir halt dann nochmal oberhalb der 500 da halt starten in dieser Range, dann das macht dann halt einfach irgendwo dann auch nicht wirklich Spaß, permanent nur Range und da irgendwie nicht vorwärts zu kommen. Auch wenn es halt, ja, vielleicht halt für Scalping halt ganz interessant ist, aber jetzt auch nicht unbedingt, ja, um das Ding, um den DAX halt mal relativ gemütlich zu handeln und laufen zu lassen, ne? So, ich werde jetzt hier wahrscheinlich rausfliegen. Das ist aber soweit gut, weil dann haben wir auch noch die Chance hier zur Kasseeröffnung auch nochmal eine Position da halt reinzukriegen. Was man halt hier sieht, das ist im Tageschart, da fällt vor allen Dingen auch jetzt was auf. Nämlich, wenn man sich das mal gestern anguckt, das war ja relativ schlapp gestern, die Amis waren ja gestern auch nicht wirklich dabei hier im Handel. Es werden ja immer mehr Teilnehmer hier. Ich bin begeistert. Finde ich richtig gut. Guten Morgen auch an die Nachkömmlinge. Und zwar, was halt hier auffällt, ist, wenn man sich die Tag nur mal rein die Kerze anguckt, dann haben wir hier eigentlich einen potenziellen fast Hanging Man. Ja, also rein vom Bild her. Der ist natürlich noch nicht bestätigt, aber man sieht aber auch in kleineren Timeframes, dass halt genau solche Geschichten, die halt, also ne, so eine Kerze, mal gucken, ob wir hier irgendwo einen richtigen finden, dann wird man auch sehen, was ich damit meine. Er ist wahrscheinlich, er ist schon ein bisschen länger her, der letzte. Aber das wird halt einfach. Das ist halt oft eine technische Reaktion dann scheinbar von Algos oder so, wenn so ein Bild ein Chart ist, wo halt dann hier oben, wo es dann halt wirklich fast ohne Docht da oben halt abschließt oder am besten noch ganz ohne Docht und der Körper noch ein bisschen kürzer ist, dann hat man, egal in welchem Timeframe, hat man da meistens eine Reaktion nach unten und die halt auch oft weit laufen kann. So, jetzt mal ohne irgendwie da halt weiter drüber nachzudenken, behaupte ich mal, oder man kann es ja halt auch testen mit ein paar Tools, die halt hier im Stereo Trader mit dabei sind. Das hat wirklich so ein Hanging Man, nennt man das dann halt. Wie gesagt, der hier ist nicht ganz sauber. Aber das hat einfach sehr, sehr oft erstmal nach unten reagiert. So, und was dann weiter passiert, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ganz oft ist es wirklich so, dass da erstmal nichts in die Richtung dann halt nachkommt. Und jetzt könnte natürlich das halt auch bestätigt werden. Deswegen ist auch jetzt das Level hier so interessant. Weil das natürlich jetzt das Low, also das Tief von gestern. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein interessanter Punkt, weil wenn wir das natürlich halt jetzt brechen sollten, ob wir es dann getan haben, sehen wir dann natürlich erst am Ende des Tages. Aber wenn halt hier keiner mehr mitspielt und dann haben wir natürlich auch die Chance, hier mal ein Stück weit runterzulaufen. Ich will jetzt nicht den DAX hier totreden, aber halt dieser Anstieg, mir ist der halt zu flach. Ich hätte mir halt gewünscht, so generell, wenn wir da hochkommen, ich meine, die Richtung, das war ja soweit klar, in Anführungszeichen, und da habe ich auch mehrfach was dazu geschrieben, aber entweder hätte er hier direkt was nachsetzen müssen, also hier direkt, geh du mal weg da, hier direkt nach oben halt wirklich was nachdrücken müssen, oder wenn das halt so nicht kommt,
nicht so lange in der Range, sondern mal runterdippen und dann hier unten noch mal ein bisschen attraktivere Kurse hier unten halt abholen. Ja, also halt in dem Bereich halt hier und dann halt noch mal durchziehen. So, aber wir reden hier über den DAX, nicht über den Dow. Und der tut sich da immer ein bisschen schwer damit. Aber jetzt kann es dann halt eben natürlich auch passieren, dass wenn wir hier drunter fallen, unter das Tief und dann hier versuchen, nochmal Anlauf zu nehmen, es kann natürlich auch dann jetzt, weil es so lange gedauert hat, eben auch wieder daneben gehen. Ne? Weil wir haben halt hier nun mal die Range von ein paar Punkten, haben wir jetzt einmal einen Ausbruch nach oben gemacht und jetzt kommt einer nach unten und dann entweder stranden wir nochmal da drin oder weil einfach so jetzt hier runter und dann nach oben durch. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also, das ist aber generell ja so das Dilemma vom DAX, was man ja halt auch wirklich über die Jahre auch sehen kann. Ne? Das ist halt einfach immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, wenig konsequent werden da halt Bewegungen durchgezogen. Da kommt mal eine Geschichte und da kommt halt, also wie die hier, und dann kommt halt nichts mehr. Und das ist auch der Grund, warum der halt einfach rein von der technischen Seite her, warum der halt nicht steigt. Und wir haben halt zwar jetzt gestern, im Kassamarkt ein kleines neues ATH gemacht, aber im Future halt eben noch nicht. Und deswegen turnt der DAX immer auf der Seite, weil immer solche Sachen halt kommen und ewig in der Range da halt rumgezappelt wird. So, es geht da schon wieder los, was wir gestern hatten. Entschuldigung. Wir haben noch 2 Minuten bis zur Markteröffnung. Also das war jetzt halt erstmal das Bild. Im Stundenchart und im Tageschart erstmal jetzt für den groben Überblick. Und jetzt muss man mal gucken, wie die Geschichte hier startet. Also man kann jetzt natürlich, wenn man unbedingt will, auch direkt auf irgendeine, es spielt fast keine Rolle, auf welche Position jetzt halt oder auf welche Richtung jetzt bei der Eröffnung halt bauen, weil halt, wenn man das als Beispiel rein auf Volatilität halt setzt, dann wäre jetzt die Chance schon die, boah, ich habe ein bisschen trockenen Mund. Da wäre halt die Chance schon relativ groß, dass man halt da in der Richtung dann halt eben auch weitergetragen wird. So, kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde jetzt hier erstmal abwarten, was jetzt hier in den ersten 5 bis 15 Minuten passiert. Und dann halt mal gucken, ob man in den Markt da halt dann auch in irgendeiner Form halt reinkommt. Was, Thorsten? Ah, nee, ist aber nicht der Herr Helwig, oder? Ich versuche, ich lese Ach hier so, gerade so ein Dirk. bisschen. Bitte? Nelson hat übrigens gesagt, der ist jetzt in Rente und kommt deshalb nicht vorbei, nur damit du Bescheid weißt. Ach so, ja, das erklärt natürlich alles. Das habe ich mir schon gedacht, sowas. Der ist also da, okay. Der ist da und der will einfach nicht, ne? Sehe ich das richtig? Ja, genau. Ja, Der will nicht mehr. okay. Ich merke mir das, ich merke mir das alles. Ja, Nelson hat den Trade seines Lebens gemacht, schreibt der Lutz. Das DAX auf jeden tut, Fall. das ist mein Job. Sag mal, ist hier Thorsten der Erste? Thorsten, bist du das? Oder warum bist du hier inkognito? Alles klar. Ja, genau. Also, Thorsten Helbig hier auch mit dabei. So. Hat man es gehört? Ich denke schon, dass man es gehört hat. Das ist irgendwie dieses Teil, was da eingeblendet ist. Das macht halt auch permanent Geräusche. Eigentlich finde ich das ganz witzig. So, es drückt. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal ein bisschen warten. Weil das heißt ja jetzt nicht, dass es sofort irgendwie da unten durchfällt. Da glaube ich irgendwie auch noch nicht so wirklich dran. Kann natürlich trotzdem sein, dann sind wir halt nicht dabei. Aber dann muss man halt irgendwie dann nachher die zweite Bewegung sich dann halt irgendwo suchen. Also bis jetzt nicht viel passiert, außer es wird hier wirklich am Point of Control, also der meistgehandelte Punkt, Entschuldigung, da wo das meiste Volumen gedreht wurde, da sind wir jetzt halt einfach mal gestartet, drücken jetzt mal kurz runter. Und kann natürlich sein, dass es jetzt tatsächlich hier wegläuft, wäre möglich, oder aber es gibt jetzt nur einen Test hier von dem Tief, was wir bisher hatten, und ziehen dann nochmal hoch in Richtung 502. Ich meine, noch ist der Markt nicht short. Ne? Also zwar hier haben wir zwar ein paar Levels gebrochen, aber halt, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, da jetzt halt wirklich das ganze Bild komplett auf Short zu drehen. Ja, ne? Da haben wir, glaube ich, verpasst.
Das hätte man tatsächlich ja machen können. Aber gut, nachher ist man immer schlauer. Lassen wir den erstmal gucken, was er hier unten treibt. Also, das wäre natürlich jetzt trotz allem, auch wenn wir jetzt hier unter die Tiefs drunter sind, ne, es gibt natürlich auch immer noch Bullen, die sagen, wow, jetzt ist aber günstig, jetzt gehe ich nochmal rein. Hier haben wir halt auch so ein Cluster. Ich gucke mal, Minute, vielleicht kann man das Ding ja auch wirklich long handeln sogar. So, und gucken wir mal im Stundenchart. Also hier laufen wir jetzt natürlich halt auch in so einen alten Widerstandsbereich halt rein. 448, wo die Linie daherkommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Die ist aber wohl schon ein paar Tage älter. Und haben da jetzt halt auch erstmal Support. So, und jetzt geht es halt im Endeffekt geht es halt darum, so, wo wird sich dieser Markt entscheiden? Also hier jetzt irgendwie reinspringen, ich bin da jetzt irgendwie gerade nicht so wirklich ein Freund davon. Wesentlich schicker wäre natürlich, wenn er halt einmal noch versucht, hier nochmal über die 500 rüber zu kommen und sich dann da oben irgendwo einpendelt, beziehungsweise dort nochmal abgeholt wird. Oder ansonsten, wenn er natürlich halt long laufen will, dann wäre natürlich auch hier nochmal eine Etage tiefer halt auch nochmal interessant. So, aber hier dazwischen, ich weiß es nicht. Ich bin da noch nicht so ein Freund davon, weil was jetzt halt hier halt auch passiert ist, können natürlich so das typische Stop-Fishing gewesen sein. Einmal kurz unter die Tiefs drunter. Hier haben wir ja noch einen Pivotpunkt und dann halt nochmal hoch. Ne? Also wenn man darauf bauen wollte, dann würde man, ich kann ja mal hier mit einer ganz kleinen Position, dann mal halt irgendwie, wie man das machen könnte, weil ich weiß es ja natürlich nicht, kann den natürlich halt auch skalieren, aber da würde ich hier wirklich oberhalb von so einer Minutenbewegung da halt reingehen per Stop-Order und dann von hier aus drauf bauen, dass wir halt nochmal hier oben in die Richtung von der Öffnung halt laufen. Aber jetzt aktuell sind wir halt erstmal nur am Pivot und eben an dem letzten Tief von 8 Uhr. Das wurde mal kurz unterboten und mehr ist jetzt halt hier auch noch nicht wirklich passiert. Ne? Und das ist natürlich, das darf man nie vergessen, auch wenn man jetzt sagt, irgendwie, man redet den DAX jetzt halt irgendwie noch mal 120 Punkte tiefer, was ich ja eigentlich am liebsten machen würde. Aber hier ist es jetzt erstmal günstig. Ne? Und es ist nicht so, dass die Bullen jetzt irgendwie um 9 Uhr direkt Feierabend machen, nur weil wir da halt irgendwie 10 Punkte unter gestern gelaufen sind und dann halt irgendwie aufgeben, sondern im Gegenteil, da treffen jetzt erstmal ein paar Interessen aufeinander. Das heißt, da werden sicherlich auch einige sagen, wow, das ist günstig, da schlage ich nochmal zu und dann laufen wir auf die 13.700. Das ist ja halt letzten Endes, weiß man es ja nicht. Was da halt die Big Player da halt im Sinn haben. Ne? Ja, der EMA 200 H1. Ich könnte den mal hier komplett auseinanderpflücken und dann, ich weiß es, also ne, seid mir da nicht böse, wenn ich da halt immer so dagegen schieße gegen die EMA-Geschichte. Aber ich finde im Chart einfach immer mehr Bilder, wo ich einen EMA sehe, wo ich mich dann frage, so, wo ist da die Logik? Und dann reagiert es dann mal und dann heißt es gleich, ja, das war der EMA. Und gerade der 200 im H1, der hat den DAX so unfassbar oft versagt in letzter Zeit, dass ich da halt nichts drauf gebe. Ich habe den hier nicht mal eingeblendet. Ich kann das aber trotzdem mal machen. Und weil man darf eines nie vergessen bei den EMAs. Der EMA läuft zum Kurs, nicht der Kurs zum EMA. Das ist halt einfach so. So, und mal reagiert es und mal eben nicht. Und solange man da keinen wirklich nachvollziehbaren, beständigen Handelsansatz draus entwickeln kann, bringt das auch nichts. So, ne? Hier, das ist halt gemeint. Wir haben jetzt ein, zwei Reaktionen, so, und ich weiß aber hier unten, so, wo war es denn da? Ne? Hier, EMA gab es mal kurze Reaktionen, dann drüber. Und dann fällt er wieder drunter und geht wieder runter, geht wieder hoch. Ne? Also wer hier nach EMA gehandelt hat oder auch davor, genau das gleiche in Grün, der hat nur auf die Mütze bekommen. Und deswegen gebe ich da auch nichts drauf. Ne? Also wo ist da die Logik? Drunter und drüber. Weil er jetzt mal dran reagiert hat, das zeigt, heißt ja nur, jetzt gerade mal sind da dann halt irgendwie ein paar Leute da halt irgendwie vielleicht oder ein Algo mit dem EMA unterwegs, aber ich kann da halt einfach nichts erkennen, was halt irgendwie reproduzierbar ist, was den EMA angeht.
So, mal gucken, ob das hier funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt eine ganz kleine Position. Das kann man machen, ja, wenn man halt hier an die Long-Richtung halt glaubt. Und dann halt eben in so einem Rücklauf da halt rein, sollte den natürlich dann halt auch relativ eng absichern, wenn man jetzt halt ein Stück höher will. Oder halt zum Scalping reicht es halt höchst wahrscheinlich hier einfach bis zum, ja, oder auch nicht, ne, hier bis zum letzten kleinen Support, bis zur Welle hier an der Stelle. Und man müsste, wenn man es halt richtig macht, also wenn ich hier auf Long bauen würde, nachhaltig auf Long, dann würde ich den, glaube ich, skalieren. Ne? Also das ist halt hier unten irgendwo unter den Tiefs, da halt nochmal eine Position rein. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier eh nur eine ganz, ganz kleine Position und eigentlich auch nur, um das mal kurz zu verdeutlichen. Also ist halt auch für meine Begriffe relativ ungefährlich, weil, wie gesagt, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, hier werden halt einfach einige sagen, wow, ist billig, da kaufe ich nochmal. Ne? Und deswegen hat man dann natürlich dann hier auch Reaktionen, wie weit die reichen, steht dann natürlich aber auf einem anderen Blatt. Und wichtig ist es ja dann halt irgendwo, wenn man auf sowas baut, dass man halt möglichst tief reinkommt und nicht eben, wenn jetzt zum Beispiel, was man ja auch machen kann in so einem Fall, ist dann sagen, ja, hier oben, wenn er da oben nochmal drüber kommt, dann gehe ich mit einer Long Stop da ganz oben drüber. Ne? Dann habe ich natürlich aber auch das Problem, dass ich halt einen riesen Stop-Loss dann halt eben auch brauche. So. Thorsten, wo willst du denn hin mit deinem Short? Auch auf die 329? Was ich vom VWAP halte, viel, klar, aber es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich jeden Tag handle, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Orkan, dessen Handelsansatz beruht ja hauptsächlich auf dem VWAP. Und da ist er auch der richtige Mann dafür. Aber ein VWAP ist natürlich was ganz anderes als ein EMA. Ne? Ein VWAP ist ja halt wirklich ein volumengewichteter Durchschnitt. Und das heißt, das ist ja eine echte Information, also die mir was darüber aussagt, was halt eben tatsächlich am Markt passiert oder was halt gehandelt wird. Ne? Und das ist halt was ganz anderes als so ein EMA, der halt einfach nur sagt, ja, wo ist der Kurs gerade die letzten 200 Mal im Durchschnitt rumgeturnt? Aber das sagt mir nichts darüber aus, wie jetzt zum Beispiel der Handel den Kurs antizipiert hat, ne? Ob das jetzt irgendwie gut war oder schlecht. Und das sagt der VWAP natürlich schon deutlich mehr aus. Ich weiß jetzt Kannst gar du nicht, ob ich. Thorsten bitte mit dem richtigen Namen ansprechen? Thorsten, der erste Helbig. Guten Morgen zusammen. Ich habe das beim. Ach, moin Nelson. Thorsten der Erste. Ich habe bei hier mein, das Fenster so klein, da steht nur Thorsten der Erste. Ja, du hast einfach zu Platz auf dem Bildschirm. Ich kann mir sowas ja nicht leisten. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier keinen Quatsch mache, weil eigentlich wollte ich ja Short. Und nicht unbedingt in die Long-Richtung. So. Der sollte eigentlich nur. Okay, der fliegt jetzt wahrscheinlich erstmal raus. Obwohl ein Gap eigentlich erstmal gut ist. So ein ganz kleines bisschen Luft hier. Machen wir es mal umgekehrt. So, ich drehe das Ding mal. Mag jetzt ein Fehler gewesen sein. Aber ich bin halt hier immer noch mit. Ne? Ein Positionchen, mehr ist das hier noch nicht. Guck mal, wie der hier mit dem letzten Tief dann halt umgeht. Hier mal oberhalb von dem Gap, 9:10 Uhr. Ja, es kann natürlich jetzt schon ruckartig drehen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Also mit solchen kleinen Gaps, ne? Das aber nur mal am Rande hier fürs Scalping, das ist echt immer risky. Wenn die erstmal zu sind, dann rennt es meistens wirklich oben durch, ne? So, ich drehe jetzt halt mal nochmal. Bitte nicht nachmachen, ne? Also das ist irgendwie gerade nicht wirklich klasse, was ich hier mache. So, das Einzige, was ich jetzt hier tue, ist halt, ich versuche das so ein bisschen zu minimieren. Vom Risiko und werde den aber gleich glattstellen.
Gucken wir jetzt 15 Minuten, die ersten sind da halt jetzt um. So, und gucken. Ja, noch 4 Minuten sind es bis dahin. Aber das ist halt, ja, ich wollte es eigentlich nur zu Demonstrationszwecken ja vorhin machen. Jetzt habe ich mir hier den Blödsinn da halt eingebrockt. Das ist wirklich eigentlich gerade ziemlich, muss ich mich eigentlich selber ohrfeigen für den Quatsch, den ich hier gerade präsentiere. Und werde den jetzt aber auch nicht weiter verfolgen, sondern wenn der jetzt halt hier unten reinläuft, also ich meine, wie gesagt, nochmal, es ist wirklich eine ganz, 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 ganz kleine Position. Man sollte das auch so nicht nachmachen. Und wenn halt, ich habe ja vorhin gesagt, ne, wenn ich halt auf Long wäre, will ich hier unten nochmal nachkaufen. Das ist ja soweit okay. Ne? Aber halt die Drehung dazwischen, die war gerade so ein bisschen unnötig. Und bin aber generell halt der Ansicht, dass der Markt von hier aus auch sauber eben dippen darf. So, ich werde nämlich jetzt einfach Folgendes machen. Mein 12, mal gucken, wie der M15 sich entwickelt. Das sieht jetzt erstmal nicht anders aus als die Stundenkerze. So, und das würde auch heißen, wenn man jetzt halt mal die kurze Drehung mal außen vor lässt, wenn ich da dran bleiben würde, an weiter Long, dann müsste ich halt jetzt hier auch nochmal rein. Ne? Also nochmal am Point of Control, hier oben an der Stelle, und könnte dann halt so die Position ausbauen. So, wenn ich jetzt aber sage, nein, ich bin der Meinung, wir kriegen hier im 15 Uhr einen Rücklauf da an dem Pivot und gehen dann runter, kann ja auch sein. Und dann hätte ich natürlich jetzt hier auch wieder drehen können. Ne? Aber ich will es jetzt hier nicht übertreiben, sondern gib mir jetzt lieber mal kurz selber eine Schelte und dann eine Pause. Und dann versuche ich hier einen vernünftigen Entry mal zu finden. Das sind ja Ohrfeigen, darfst du übernehmen, ja. Wir sehen es ja eh, ne? Am Montag, Sonntag und dann da freut es sich jetzt schon. Der Herr Helbig. So. Gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Also ich lasse den jetzt hier, ne? Egal was jetzt kommt, ich fasse den jetzt hier nicht mehr an. Das war einfach nur total dumm gerade. So ist das, wenn man mal kurz was demonstrieren will und dann fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte für mich selber, für diesen Quatsch-Trade. So, weil ich zumal ich auch am Anfang gesagt habe, wir warten mal die 15 Minuten ab, ne? Weil das ist jetzt hier einfach nur Gestochere. Ne? Und wenn da jetzt halt jemand die große Long-Intention hat, dann wird er halt hier rumstochern, beziehungsweise halt so tief pokern wie möglich, um es dann halt hochzuziehen. So, aber erstmal sieht es jetzt nicht so wirklich danach aus, sondern, Moment, ich mache mal den M15 an, oder ich kann ja hier mal den X-Frame mal drüber legen. Da sieht man es ja ein bisschen besser. Das war das falsche Fenster. So, also ja, das ist quasi die 15-Minuten-Kerze im Großformat hier. Und die sieht nicht so wirklich long aus, ne? Was? Wir müssen reden wegen Montag, ja. Ich weiß. So, ich lasse den jetzt mal hier ein bisschen rumzappeln. So, wie relevant sind für dich die Konjunkturdaten? Ja, um 11 Uhr. Das Ding ist halt immer mit News. News machen Bewegungen, wohin, weiß der Geier, ne? Aber generell, also ich habe die jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, die Relevanz von den Konjunkturdaten, also wie weit das da halt immer reagiert im Markt und wie weit sich das auswirkt, keine Ahnung. Von daher kann ich da wenig zu sagen, ob das jetzt irgendwie viel
oder wenig Bewegung da halt geben wird. Aber generell, wenn das halt so ist, dass die halt zum Beispiel üblicherweise halt viel Bewegung machen, dann will ich halt einfach gucken, wo steht der Kurs da. Aber jetzt nicht irgendwie anfangen zu denken. Das sage ich halt echt immer wieder. Ne? Das ist halt, geht bei News halt gar nicht. Also da mögen vielleicht auch einige anderer Meinung sein von mir aus, ja, aber halt jetzt irgendwie was Daytrading oder halt die kurzfristige Positionierung angeht, glaube ich da einfach nicht dran. Also nach dem Motto, ja, es kommen irgendwie schlechte News, dann geht der Kurs runter. Und es kommen gute News, dann geht der Kurs hoch. Es kann ja eigentlich nicht wirklich funktionieren, weil wenn das so wäre und wir würden ja alle in die Richtung handeln und wer soll denn dann noch halt auf der anderen Seite stehen, wenn das so logisch wäre? Und deswegen sage ich immer gerne irgendwie, es ist halt logisch, dass Börse unlogisch sein muss. Weil, wie gesagt, es gäbe keine Gegenpartei, wenn es nicht so wäre. Das hat so ein bisschen das Problem. Und deswegen muss man halt gucken. So, wie bekomme ich diese 15-Minuten-Kerze hinter den M1-Chart? Ja, ganz einfach hier mit dem X-Frame, ne? Also, das kann man installieren über den Installation Manager und dann ziehe ich mir das hier unten rein. Und dann kann ich mir halt einen zweiten Timeframe über meinen aktuellen halt legen. So, ist das ein Gezerre hier unten. Aber es ist halt leider typisch, ne? So, Pivot. Gut, jetzt haben wir von mir aus auch hier noch den EMA. Für mich ist aber eigentlich relevanter hier dieses Cluster, weshalb ich halt auch die Linie habe. Also kann schon gut sein, dass der nochmal ordentlich nach oben schleudert. Und wir oben genauso nochmal ein bisschen was wegfischen. Muss nicht sein, wäre aber möglich. So, gucken wir hier, die Fragen sind durch. Was war nochmal deine Überlegung vorhin beim Open nicht zu shorten? Also ich habe ja grundsätzlich gesagt, kann man machen, ne? Also man kann ja halt, egal welche Richtung, kann man ja, weil ich davon ausgehe, dass ich habe ja nicht gesagt, nicht shorten, sondern ich habe nur gesagt, ich würde mir halt das Bild angucken erstmal und dann halt vielleicht eine größere Richtung finden. Was ich aber auch gesagt habe, ist eben, dass man halt auf die Vola eigentlich schon setzen kann um 9 Uhr und auch die Richtung egal ist, ne? Und das heißt, wenn man das vorhin zum Beispiel mit, ob jetzt manuell oder halt hier mit dem ATR Bracket halt gemacht hätte, dann hätte ich ja halt hier eine Short gehabt und hier oben drüber halt eine Long, ne? So, und das wäre ja aufgegangen. Also die Idee war ja nicht falsch, ne? Und mit der Long wäre halt nichts passiert und die Short wäre halt schön gelaufen. Oh, nee, ich habe ja schon gesagt, das kann man machen. Ich will es nur gerade nicht, eben weil ich halt gucken will, ob wir halt eine größere Richtung beziehungsweise halt ein klareres Bild bekommen, um dann halt nachher vielleicht einen Trade reinzukriegen, wo man nicht ganz so schnell sein muss. Aber war dann tatsächlich, hätte ich das natürlich auch mal anders machen können und nicht nur eben ansprechen, sondern eben auch mal tun. Aber es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn man hier irgendwie zeitgleich halt Dinge erklärt, den Markt erklärt und dann auch noch handeln soll und natürlich auch noch hier auf die Fragen eingeht und so weiter. Also wer es gemacht hat, war natürlich schon okay. Also womit man sowas ja, ich kann es dir mal kurz zeigen, ich habe jetzt hier gerade nicht irgendwie einen Trade am Start, sondern wir müssen jetzt mal die Bewegung erstmal angucken. Womit man das natürlich super machen kann, ist halt hier mit dem ATR Bracket. Ne? Das heißt, den kann ich ja hier einfach draufziehen. Ich muss jetzt nur gucken, dass Auto Trading erstmal aus ist. So, mit dem ATR Bracket kann ich ja halt genau so eine Geschichte halt hier automatisch platzieren lassen. Ne? Das heißt, dass ich halt hier entweder als Stop Order, Limit oder Stop. Das heißt, Stop wäre in die Richtung und Limit wäre halt dagegen. Und so kann ich mir hier entsprechend die Abstände dann auch einstellen und die ganze Geschichte tanzt dann um den Kurs drumherum. Und kann mal gucken, ja, ich habe jetzt hier nichts vernünftig voreingestellt, von daher ist das jetzt, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Mal gucken. Also hier kann ich halt sagen, ich brauche eine ATR von mindestens 5 Punkten. So, die haben wir hier ja, das sieht man hier mit dem ATRX. Ich kann halt die Oder auch im Takt quasi mitbewegen, ne? Also dass halt nicht irgendwie die erste Zuckung drin ist, sondern halt immer Faktor 5, machen wir auch ein bisschen größer,
So, mal gucken, ob das funktioniert. Dann müsste nämlich jetzt eigentlich mit der nächsten Kerze, wenn ich das jetzt alles richtig gemacht habe, und hier die Trigger stimmen, das ist jetzt auch ein bisschen spontan an der Stelle. Das sollte man, glaube ich, eher auch mal im Webinar mal separat über so einen Ansatz machen. Ja, da ist es doch, ne? So, aber ich mache die mal kurz weg. Ich mache heute irgendwie, stelle ich mich ein bisschen dumm an hier. Das heißt, damit kann ich auf jeden Fall halt drumherum, um die Order drumherum, kann ich dann halt entsprechend auf einen Ausbruch da halt bauen. Ne? Und die war jetzt wahrscheinlich schon getriggert und deswegen ist die halt gerade danach gezogen. Und kann ich halt das drumherum bauen. Ne? Da ist sie wieder. So. Das heißt, hier habe ich jetzt gesagt, basierend auf der Vola, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, deswegen sind die Abstände jetzt hier ein bisschen groß, aber basierend auf der Vola kann ich mich hier halt positionieren. Ne? Und so hätte ich das vorhin mit diesem Add-on halt auch entsprechend um die Eröffnung machen können. Ne? Und das heißt, das muss man nicht manuell machen, sondern macht es halt eben dann halt idealerweise eigentlich mit so einem Tool. Und das behält eben auch die Vola im Auge. Und das heißt, das kann das halt entsprechend, ne, sieht man ja, die haben sich jetzt gerade verschoben, die Orders. Das heißt so, dass nicht mit der ersten Zuckung ich da drin bin, schon irgendwo so ein gewisser, so eine Glättung dann halt sozusagen damit dabei ist, damit ich da halt ein bisschen geschickter halt in den Markt reinkomme. Aber bei sowas, klar, definitiv machbar. Ne? Auf jeden Fall besser als manuell. Das ist gar keine Frage. So, ich mache es aber mal wieder weg. Ne? Sieht man, die verschieben sich halt immer, weil es halt immer so ein bisschen guckt, dass halt eben nicht eben nochmal mit dem ersten Tick da drin ist. So, wie bekommt man die senkrechten Streifen? Das habe ich gerade vorhin erklärt. Ne? Das ist der 15-Minuten-Chart hinter dem M1 und den kriegt man hier mit dem X-Frame-Add-on aus dem Stereo-Trader, da kann ich den hinten einblenden. Also da kann ich jeden Timeframe einblenden. So, ich mache die jetzt aber hier nochmal erstmal nochmal weg. So, und das hier auch nochmal raus. So, Auto-Trading aus. Also das ATRX habe ich jetzt auch gerade aus Versehen weggemacht. Was das aussagt, also jetzt gerade nicht viel. Ich mache das mal nochmal rein. Das ATRX erstens mal sagt, gibt es mir halt, das sieht man hier unten, ganz guten Anhaltspunkt. Entschuldigung, muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Einen ganz guten Anhaltspunkt über die Volatilität. Ob die jetzt gerade über oder unter dem Durchschnitt liegt, da liegen wir jetzt im M1 halt deutlich drüber. Ja, weil das Ding macht mir halt jetzt hier zum Beispiel, da steht eine 200 und eine 14. ATR ist erstmal 14, ist ja erstmal eine normale Berechnungsmethode für die ATR, also die Average True Range, letzten Endes die Volatilität in dem gegebenen Timeframe. Und 200, damit mache ich mir eine Glättung, das heißt, ich mache mir einen Durchschnitt auf die ATR. Und das ist hier die rote Linie. Und sobald es drüber geht, ist es blau. Und wenn es drunter geht, sieht man es hier nicht mehr gut, da ganz nur am Rand, dann wird es halt grau. Ne? Das heißt also, eigentlich kann ich damit ganz gut festlegen, so der Markt ist jetzt interessant zu handeln oder eben nicht. Und was mir halt hier jetzt nochmal im Bild, das sieht man wahrscheinlich gar nicht gut, ich muss jetzt auch nur mal gucken, dass ich hier auch noch irgendwo einen Trade irgendwo reinkriege. Sind hier deutlich abgewiesen und ich komme da gleich noch mal drauf, weil die läuft auch gerade so ein bisschen nett aus dem Ruder, die ATR. Ich meine, den mache ich mal kurz aus, den brauche ich gerade mal nicht. So, gucken. Wir haben jetzt natürlich 9:30 Uhr. Da haben wir vor allen Dingen öfters so ein bisschen deutlichere Bewegung. Ja, das halt so in erster Linie halt, ne, wirklich so das Hilfsmittel. Und wenn jemand fragt, wie hoch ist die ATR im M5, das spielt eigentlich keine Rolle, wie hoch sie jetzt gerade ist, sondern halt viel wichtiger ist, finde ich halt, wie hoch ist das im Durchschnitt? Und um da halt einen Anhaltspunkt zu haben,
wie man halt damit umgeht. Okay. So, kommt jetzt erstmal nichts nach. Also 9.30 Uhr. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie verquatsche an dem ganzen, an der ganzen Technik. Also, ich habe ja vorhin gesagt, was macht eigentlich dauert 2017? Also der erste wahrscheinlich relevante Bereich, das erste Anlaufziel von dem Long eben, das wäre die Geschichte hier in etwa gewesen. Wenn wir hier so den letzten Peaks nach unten haben, da kommt jetzt wahrscheinlich auch der EMA 200 nochmal dazu. Was halt generell immer ein guter Anlaufpunkt ist, ist auch der PH Main aus dem Stundenchart. Damit wären wir auch knapp unter der Eröffnung. Das heißt, hier oben in dem Bereich, wenn er da jetzt hochlaufen sollte, haben wir schon nochmal eine Chance, da halt auch nochmal die Richtung zu wechseln. Wobei, man sieht jetzt hier schon deutlich, ne, dass da keiner Lust hat, so wirklich drunter zu verkaufen. Aber das heißt ja erstmal nicht viel. So, und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt und da versuche ich jetzt dann auch nochmal reinzukommen. Nur hier in diesem Gezappel, da muss ich nicht unbedingt irgendwie da rein. Das ist Geeiere auf der Stelle. Hier oben haben wir auch das Hoch von der 8 Uhr Kerze, von der 8 Uhr Eröffnung. Ja, das hier oben in dem Bereich, das wäre nochmal die 502, ja, die auch hier im großen Bild im Stundenchart ja auch mit drin ist. Und wir haben hier natürlich auch, wenn ich das richtig sehe, muss man eins mal kurz einblenden. Vortagestief, ja genau, das ist auch genau hier oben. Ne? Also das ist natürlich halt hier schon so ein Bereich, der halt Sinn machen könnte. So, ich packe da auch mal eine hin. Mal gucken, ob wir einen Spritzer da hochkriegen. Vor allen Dingen, was die 9.30 Uhr Fraktion überhaupt halt macht. So, ich gehe mal auf den M5 zurück. Hier oben haben wir halt auch noch ein Pivot. Ist natürlich nicht weniger interessant. Ja, hier oben der Bereich, weil wir da halt eben auch über der 8 Uhr Bewegung wären. Wir haben hier oben auch Supports, eine ziemliche Clusterung halt hier oben. Wäre auch denkbar. Mal gucken, irgendwo werden wir da schon reinkommen. Was habe ich da oben noch? Um 9.30 Uhr und dann nochmal größere Player kommen. Also wir haben einfach um 9.30 Uhr in der Vergangenheit ganz oft gesehen, dass halt einfach nochmal das auch gerne mal dreht. Ne? Also dass wir halt einfach nochmal auf jeden Fall deutlich Volumen in den Markt bekommen. Und von daher bin ich da um die Uhrzeit immer so ein bisschen vorsichtig. Aber das hier ist natürlich, ne, wir kleben da jetzt ja wirklich schon seit 25 Minuten hier an einer Stelle. Das ist natürlich so ein bisschen im Live-Trading dann so ein bisschen mies, weil man damit halt wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Ne? Ich meine, es nutzt auch nichts, finde, glaube ich zumindest, ne, jetzt zu sagen, so, ich gehe hier unten unterm Tief nochmal short. Kann man machen, ja, aber
Das Problem ist dann halt, wo setze ich halt mein Risiko hin? Das ist halt so dann leider die Frage. Beziehungsweise, wo packe ich meinen Stop hin? So, parallel mal gucken, wie der hier aussieht. Der Dow drückt auch auf der Unterseite rum, den habe ich hier natürlich auch immer im Blick. Das ist hier gerade bei 200. Also mir fehlt hier einfach so ein, um da jetzt halt nochmal irgendwie Short reinzugehen, mir fehlt halt einfach für die Risikobegrenzung ein vernünftiger Rücklauf. Ne? Das macht es gerade nicht so wirklich einfach. Da hätte ich natürlich vorhin meinen Short, den ich hier mit reingebracht habe von der 502, den drin zu lassen, wäre natürlich jetzt auch kein Fehler gewesen, aber ich wollte natürlich jetzt hier auch nicht mit einem laufenden Trade im Live-Trading hantieren. Was? Natalia schreibt gerade noch ein Piekser unten und dann Abflug nach oben. Ich habe keine Glaskugel. Also das Bild hier, ich meine, er bricht hier die Lows. Ne? Wir haben schon einen Rücklauf an die 502. Ich brauche eigentlich nicht noch einen zweiten. Ne? Also, aber so ein bisschen hier hoch fände ich jetzt schon nicht so schlecht. Ne? Aber jetzt, dass wir jetzt dann halt darunter pieksen und dann komplett irgendwie da oben ans ATH laufen. Von hier aus glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt. Da glaube ich nicht so wirklich dran. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie eine Struktur finden. Nicht wirklich, ne? Wir werden einfach nur noch mal die letzten Tiefs halt getestet. Das kann natürlich jetzt auch einfach so stehen bleiben hier unten. Ne? Aber wirklich handeln kann man das hier gerade an der Stelle nicht, finde ich. Deswegen hätte ich eher so ein bisschen drauf gebaut, da wenigstens so ein Stück weit zurückzulaufen, weil was man natürlich auch im Auge behalten sollte, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da halt, das kann ich ja auch mal trotzdem versuchen, mal zu zeigen, wo ist es? Jetzt. Da machen wir aber auch. Nee, da bin ich nicht auf dem Stand der Dinge, wie ich sehe. Okay. Hier einfach von der markttechnischen Struktur her halt, ne? Dass man die natürlich auch nicht ganz aus dem Auge lässt, weil ich kann ja nicht permanent neue Tiefs machen und neue Hochs und darauf irgendwie halt bauen. Also mal abgesehen davon, dass es halt markttechnisch halt Quatsch ist, ist es vor allen Dingen halt auch, geht ja nicht, ne? Also ist ja mathematisch nicht machbar. Ich kann nicht permanent irgendwie neue Tiefs und neue Hochs und neue Tiefs und neue Hochs. Da laufe ich an die Unendlichkeit. Und deswegen, je öfters das passiert, umso unwahrscheinlicher ist es ja dann auch, dass es halt dann überhaupt nochmal reagiert. Und jetzt halt mal rein von dem Bild her. Ne? Ich meine, wir sehen ja hier jetzt erstmal, auch wenn ich es jetzt von Hand einzeichne, sorry, ich bin da halt, habe das Add-on tatsächlich nicht auf dem aktuellen Stand. Aber wenn das jetzt mal zum Beispiel, wenn man das mal von Hand, ich das mal so mache, mal kurz zu so zeigen, wo wir da überhaupt stehen. Jetzt mal als Beispiel mit dem M15. Moment. So, und dann habe ich ja halt hier, ich das mal irgendwie als Bewegung halt mal hernehme. So, und dann sehe ich ja hier schon, dass ich halt hier durch dieses Tief gebrochen bin. Ne? Das heißt, ich habe hier eigentlich schon
den ersten Ansatz ja dann auch von der Umkehr, auch wenn das jetzt nicht halt ganz sauber ist, ne? Aber das halt hätte halt nicht unterschritten werden dürfen. Hätten wir hier drauf aufgesetzt, wir wären dann hochgelaufen, okay, ne? Aber so haben wir halt hier schon jetzt, zumindest mal im M15 fängt es ja gerade schon an, dass wir den Trend halt umdrehen. Und deswegen halt hier nochmal hoch, als Beispiel von hier aus ein neues ATH, sehr unwahrscheinlich einfach, ne? Jetzt erstmal. Ich meine, möglichst alles, aber nicht auf Dauer. Und das ist halt eben auch der Punkt, ne? Auch wenn das jetzt zum Beispiel funktionieren würde, dann wäre es die ganz große Ausnahme, weil es, wie gesagt, rein vom kleinen Einmaleins her nicht gehen kann, dass es halt immer so läuft, ne? Weil dann müsste er jetzt hier ein neues Hoch machen, dann müsste er nochmal neues Tief machen und nochmal neues Hoch. Und dann würde sich das ja unendlich ausdehnen. Und von daher ist es halt auch mit so einem Grund, warum ich halt auch sage, irgendwie so, Markttechnik funktioniert schon, allein schon aus dem Aspekt her muss sie ja irgendwo funktionieren, weil es halt einfach gar nicht anders machbar ist. Es geht ja nur darum, immer halt in der Markttechnik die richtigen Punkte zu finden. Aber zu sagen, zum Beispiel funktioniert nicht, halte ich für gefährlichen Ansatz. So, also Markt steht still. Es passiert nix. Das kann man höchstens noch drauf bauen, dass wir hier um 10 Uhr noch ein bisschen Bewegung bekommen. Oder beziehungsweise zur 10 Uhr, also zum Stundenschluss hin. Weil hier scheinen die irgendwie gerade nicht so ihre Karten offenlegen zu wollen. So. So still heute, ne? Aber was soll ich denn auch erzählen zu einem Markt, der sich irgendwie 10 Punkte auf der Stelle bewegt? Aber ich glaube, ich werde das in Zukunft echt mal öfters machen. Halt hier mal genau solche Geschichten wie eben halt zur Eröffnung des ATR-Bracket an den Start zu bringen. Weil das ist ja eigentlich auch mit so das Ding vom Stereo Trader, wenn man halt, welcher immer sage, so irgendwie, lass die Automatik das machen. Ne? Und sie hätte es halt mal wieder besser gemacht. Und in der Zeit, wo man dann überlegt, soll ich nicht, und dann halt irgendwie gucken, wie weit es läuft, in der Zeit ist es halt oft schon passiert. Ne? Weil halt eben ja auch nur Algos dahinter sitzen. Und wir haben ja selber Algos und können da halt ganz stressfrei mithalten. Das Sentiment ist long tatsächlich, ne? So wie ich das sehe. Hier unten auf der Uhr. Jörg. Ja, erstmal nichts, ne? Also wir haben halt einfach keine Bewegung. Das ist halt das Problem. Ich muss mich halt hier so ein bisschen verrenken, um das zu sehen, weil der Monitor echt hinter mir steht. Dirk, zum Sentiment ist auch gerade noch eine Frage im Chat. So, ich will jetzt aber mal gucken, ob ich hier nicht. Also, ich habe den N15 hier auf der rechten Seite. Gerade mal hier was anderes noch gucken. Eine Sekunde bitte. Ich habe hier mal ein paar Monitore zu wenig. Ja, okay. So, ich gucke mal hier nochmal durch. Ich kann mal, was die 433 im Ausblick. Ich hole mir mal eben das Bild. Da muss ich hier mal ganz kurz umschalten. Aus dem Ausblick. Weil ich habe jetzt halt hier, was ich halt hier gezeigt habe oder beziehungsweise hier immer zeige, ist ja das, was sich eher gerade ergibt. Das sind nicht immer unbedingt alle Punkte vom Ausblick mit drin. Größtenteils schon. Aber da gucken wir jetzt auch mal ganz kurz mal drauf, wie das halt hier aussieht. Ich muss hier nur ein paar Fenster gerade schnell umbauen. Das Bild ist sofort wieder da. Und
So. So, jetzt hatte ich nur hier gerade die 481. Da sind wir jetzt genau in diesem Bereich halt drin, ne? Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich mache jetzt mal, ich versuche das Ding zu skalieren. So, das heißt, ich habe jetzt meine erste Short aufgemacht, ne, weil wir hier jetzt in dem, genau in dem Bereich jetzt erstmal drin sind, wo ich vorhin gesagt habe, so bis dahin macht jetzt erstmal als nächstes die Bewegung nach oben Sinn. Da sind wir genau hingelaufen, genau mitten rein. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da jetzt halt direkt die erste Linie hier, die ich vorhin halt gezeigt habe, ob die jetzt halt schon ausreicht, ob es dann halt der EMA macht, das ist eigentlich immer eher so ein Verhinderungsgrund, oder ob es halt dann doch hier der PH Main wird. So. Und deswegen mache ich jetzt hier mal die erste auf, ziehe den Stop mal weit weg, auch erst nur eine kleine Position. Ausbauen kann man das Ding immer noch, vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt halt irgendwie bisschen mehr Bewegung kriegen sollten. Aber generell, das sehen wir jetzt ja hier halt auch, so also von der Idee passt das ja erstmal. So, das heißt, da oben der Punkt, der war jetzt erstmal gut. So, sorry, ich wollte so eigentlich gerade ins große Bild gehen, aber das hat sich jetzt hier gerade in den 2 Minuten ja auch ergeben. So, 9:42, das heißt, die 15-Minuten-Kerze wird gleich fertig. So versuche ich halt auch immer so ein bisschen halt daran zu gehen, dass ich halt mal versuche, bevor halt irgendwie eine nächstgrößere Periode halt fertig wird, mich in diese dann halt so ein bisschen reinzudenken, dann halt rauszufinden, was das werden könnte. Und oft ist es halt nämlich so, dass halt immer erst kurz bevor so eine Periode durch ist, erst dann kurz bevor entscheidet sich halt eben auch, was es werden soll. Und deswegen bin ich halt auch immer so stark im Stundenchart eben auch unterwegs, weil wir da halt immer auf den letzten Drücker dann halt die eigentliche Bewegung da halt sehen, wo es hingehen soll, ne? So, und das hier ist jetzt soweit okay. Also, dass wir jetzt hier erstmal Reaktionen haben, auch dass wir hier hängen. Was halt auch ein Grund ist, warum ich halt hier skaliere, ist nicht nur, dass ich sage, ich weiß nicht, ob jetzt hier, ob der erste Punkt schon reicht, ne, sondern es ist halt einfach so ein bisschen sehr nah an dem Gebilde da unten jetzt halt dran, weshalb der halt schon ein bisschen höher da auch reagieren darf. Und naja, okay, gut, kann man auch so machen, ne? So, das geht ein bisschen zu schnell gerade. Ich mache den erstmal raus. So. Jetzt haben wir wenigstens mal ein paar Punkte hier eingetütet. Ja, da war ich jetzt nicht schnell genug, aber generell war das jetzt erstmal okay. Das waren 20 Punkte etwa. Und das ist halt, ne? So, jetzt habe ich wenigstens den Blödsinn vorhin wieder ausgebügelt. Aber das ist halt wirklich genau das, was ich halt echt immer wieder gerne sage. Es geht gar nicht darum, irgendwie einzuschätzen, wo der Markt großartig hinläuft. Es geht viel wichtiger, wenn man weiß, wo reagiert er. Ne? Und da kann ich jetzt hier nur sagen, ich weiß, ich sehe hier den EMA 200. Ich behaupte aber, der war es nicht. Da kann man, wie gesagt, anderer Meinung sein. Der kommt bei mir hier dazu. Ja, alles gut und schön. Ne? Aber halt der Grund ist halt, finde ich, ein bisschen anderer. Ne? Wenn er dazu kommt, wunderbar. Deswegen habe ich die ja auch drin. Ne? Wenn ich dann halt zum Beispiel sehe, an irgendeiner Stelle, da kommt auch noch ein EMA hinzu und dann klar, okay. Und bei solchen Bewegungen wie gerade ist es halt auch wichtig, schnell rauszugehen, ne? Und nicht irgendwie drauf zu bauen, dass es jetzt halt da einfach unten durchfällt. Und weil es halt oft so ist, das sind dann solche Spikes, und das hat wahrscheinlich auch die Natalia vorhin gemeint, nochmal ein Peaks nach unten und dann halt hoch. Die Gefahr ist jetzt hier eher, dass es erstmal andersrum kommt, ne? Weil das sah schon so ein bisschen arg nach Abschlussbewegung hier aus. Das ist schon denkbar, ne? Also gerade wenn es so schnell zurückgekauft wird, wie hier. Und spricht es ja dafür, dass da unten einfach nur noch jemand schnell aufgelöst hat und oder sich schnell eingedeckt hat. Und aber da würde ich dann jetzt hier eher warten, halt tatsächlich, wie die Stunde dann jetzt halt endet. Ne? Weil das ist mir ein bisschen zu tricky hier. Weil da wird es wahrscheinlich, wenn wird es halt nochmal getestet, rein vom Ablauf her. Ne?
So, was ist mit dem Käufer, der hier gesessen hat? Da sind wir aber auch wieder mitten in dem Cluster hier drin. So, und das heißt, wenn wir hier jetzt hinlaufen, dann wird es dann halt eher relevant. So, schlägt der Käufer oder die Käuferin hier nochmal genauso zu? Oder war das jetzt wirklich halt nur eine Auflösung? Und da kommt nichts mehr nach. Und deswegen haben wir ganz oft solche, genau solche Testzeit von solchen Punkten, die halt eben, also, oder halt auch vom Tief, ne? Das sieht man wirklich recht oft. Deswegen funktioniert der zweite dann auch oft tatsächlich besser. Hat der Norbert, glaube ich, mal gesagt, der zweite ist immer der bessere. Das stimmt auch, ne? Weil es halt hier echt mit Vorsicht irgendwie dann dahin geht und weh, der schlägt nochmal zu und dann sind dann halt alle ganz schnell raus und ziehen die Richtung dann halt mit und lassen den halt auf der Oberseite fertig machen. So, den nehme ich jetzt mal raus hier. Das war natürlich nicht, das Einzige, was jetzt ein bisschen schade war, war natürlich, dass die Position so klein war. Aber okay. So, den VPOC, den müsste ich aber hier eigentlich startklar haben. Das VPOC-Addon. Da gucken wir mal. Ach ja, guck. Das ist natürlich dann halt schon eine ganz andere Nummer, ne? Also hier sieht man jetzt halt, dass halt der VWAP darüber liegt, ne? Also hier zusätzlich zum EMA 200. So, und das ist natürlich nochmal eine ganz anderes Argument. Und das erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum es da halt ein bisschen deutlicher reagiert hat. VWAP ist der volumengewichtete Durchschnittspreis, ne? Also das hat wirklich. Was, wie war denn dein Exit eben neben dem Plop? Manuell, ja, ich bin hier einfach, ich habe aufs X gedrückt und bin da eben manuell raus. Was ja soweit ja auch okay war. Ne? Das war in der Nähe hier vom POC, vom Point of Control, wo ich da halt raus bin. So, und da ist natürlich halt auch, wo ich das sage, das ist halt schon wichtig, ne? Gerade halt, wenn man hier so auf der Stelle tritt oder jetzt vor allen Dingen hier in Kombination mit dem VWAP, das ist natürlich auch eine plausible Bewegung, ne? Einmal vom VWAP runter zum Point of Control. So, das macht natürlich halt auch Sinn. Es war hier jetzt dann bis zum Pivot sogar gegangen, aber das sind ja hier 5 Punkte, wo das auseinander liegt, ne? Das ist ja nicht wahnsinnig viel. Aber das war dann natürlich halt. Ich hätte heute Morgen, glaube ich, mehr Kaffee trinken sollen. Dann wäre ich da mal eher drauf gekommen. Das war halt hier schon fast ein Elfmeter ohne Torwart. Ne? Also diese paar Punkte, die schnelle Bewegung da halt gerade. Vor allen Dingen, weil es ja so schön dazu gepasst hat. Hab ich ja vorhin ja hier unten mit dem Long, den ich ja total blöd gehandelt habe, da habe ich ja gesagt, das ist die erste Anlaufstelle hier oben. Ne? Einmal auf die letzten Biege hier unten. Da sollte er schon hinlaufen. Und genau das hat er auch gemacht. Irgendwie jetzt noch 3, 4 Punkte drüber und dann kommen natürlich solche Geschichten zusammen. Das ist natürlich schon nett. Mit einer Tasse Kaffee mehr hätte ich es wahrscheinlich auch besser hingekriegt. Aber gut, soweit passt es ja erstmal. Ne? Aber wie gesagt, das Problem jetzt hier ist, so, ich mache den M15 mal wieder aus. Aber was heißt Problem? Problem gibt es ja eigentlich gar keins. Also entscheidend wird halt hier jetzt sein, wie macht der H1 jetzt zu. Und ich behaupte, wenn wir hier unter der Eröffnung von 8 Uhr, ne, nochmal schließen, kriegen wir vielleicht noch einen kleinen Rücklauf und dann fallen wir da unten durch. Aber long, no. Nicht so. Und dann lieber irgendwie jetzt ohne hier natürlich eine Empfehlung zu geben, aber statt dann irgendwie mit 10 Punkten Stop oder 15 zu hantieren, dann lieber irgendwie die Size runterschrauben und dann den Stop ein bisschen weiter, weil das ist halt immer das Ärgerliche. Ne? Das hat man ja gestern halt auch gesehen. Wer da halt irgendwie gesagt hat, ja, ATH und dann Short und dann da oben mit 15 Punkten Stop war, der ist genau abgeholt worden und hat auf der anderen Seite dann halt jetzt irgendwie 120 Punkte verschenkt, ne? Oder mehr. Und klar, weil ich meine, die den Markt halt steuern, die wissen das ja auch, ne? Wo dann halt irgendwie die Stops liegen und deswegen lieber ein bisschen, also vor allen Dingen, wenn man halt größere Richtungen halt mitbekommen,
will lieber ein bisschen größer vom Stop in die Position, dann halt runter und mal kurz die Nerven behalten, als irgendwie zu eng da halt irgendwie mit Stops hantieren. Das ist nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Und deswegen vor allen Dingen hier, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt hier halt auch in den Stundenbereich halt rein, ne? Und also wir jetzt hier mit um 10 Uhr, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie überhaupt nachvollziehen, was ich da immer meine mit irgendwie, wir laufen jetzt in die Stunde. Also nicht nur, dass damit gemeint ist, dass jetzt halt hier, dass jetzt gleich 10 Uhr ist. Was ich damit immer meine ist, dass wir halt einfach zum Ende jetzt zum Beispiel von der Stunde hin, ne, oder so versuche ich das halt immer so einzusortieren. Der Minutenchart ist halt immer nur irgendwie, um ein Entry zu finden. Da hat man ja vorhin auch gesehen, der Long ist ja sofort ins Plus gelaufen. Ne? Der Entry war super. Aber da kann ich nichts von ableiten mit dem Minutenchart. Also ich jetzt nicht. Ne? Und 5 Minuten ist eigentlich eher so ein bisschen die Zusammenfassung von den kleinen Bewegungen. Und der erste, der für mich dann relevant wird, wird der 15 Minuten, weil der halt einfach eine Nummer größer dann halt nochmal ist. So, und was man halt eben oft sieht, das ist halt eben, dass zum Ende von der M15 halt nochmal eine deutliche Bewegung kommt. Und das hat man ja eben auch gerade gesehen, also beziehungsweise zum Ende oder eben zum Anfang von der nächsten 15, aber immer halt um die so und so viel Uhr 15 oder 30 oder 45. Und da passiert halt meistens ein bisschen was. Wahrscheinlich bedingt durch irgendwelche Algos. So, und wenn ich dann sage, wir laufen jetzt die Stunde, damit meine ich dann halt nicht nur, dass wir eben eine neue Stunde anfangen, sondern dass jetzt dann natürlich mit dem Stundenwechsel laufe ich vor allen Dingen in die ATR der Stunde. Das heißt, ganz oft ist es so, und da kann man wirklich mal, das empfehle ich mal den Anfängern vor allen Dingen mal drauf zu gucken, ganz oft ist es so, dass zum Beispiel der Kurs, hier war das wahrscheinlich so, ohne das jetzt zu kontrollieren, er hat ja eine Stunde gebraucht, um da oben irgendwie hin zu kraxeln, ja. Das ging wahrscheinlich dann halt irgendwie im Minutentakt bis zum Erbrechen. So, und dann macht die neue Stunde auf und dann dauert es 30 Sekunden, da wird einmal die ganze Bewegung von der Stunde durchgeballert. Sieht man so oft, ne? Also bei Anstiegen, irgendwie das steigt 20, es braucht eine Stunde, um 20 Punkte zu steigen und anschließend dauert es eine Minute, um einmal komplett die 20 Punkte runterzufahren und wieder hochzufahren. Und das meine ich halt damit. Solche Bewegungen sind halt typisch. Und deswegen sage ich, wenn wir halt jetzt in die Stunde reinlaufen, dann muss man halt eben auch aufpassen, dass man die ATR, ne, also die Volatilität von der Stundenkerze eben auch auf dem Schirm hat. Ne? Und das bedeutet jetzt zum Beispiel für mich, wenn wir jetzt hier unten schließen, nur mal als Beispiel, ja, also hier, ich sage, okay, wir schließen hier, ich habe ja gerade gesagt, hier drunter, ne, so die 471. So, und da würde ich, da versucht er auch irgendwie gerade drunter zu schließen oder drüber oder wie auch immer. Wenn ich jetzt aber sage, wir schließen hier als Beispiel bei 460 und dann heißt das für mich, ich muss die ganze letzte Stunde im Auge behalten. Das heißt, mein Stop oder mein Lieblingsentry, der liegt dann halt eben hier oben erstmal irgendwo, ne? Also 30 Punkte höher, weil ich davon ausgehe, dass wenn wir hier schließen, dass wir einen Rücklauf bekommen, der dann halt auch blitzartig bis da oben hingeht und dann halt vielleicht runter. Also das wäre ja zumindest eine saubere Bewegung. Und aber ich kann nicht bei so einem Schlusskurs dann hingehen und sagen, ja gut, dann gehe ich da short, mache einen Stop von 10 Punkten. Das wird nicht funktionieren, weil wir halt eben, wenn wir in die Stunde laufen, die Bewegung der letzten Stunde sehr oft dann im Eiltempo noch einmal halt durchlaufen. Das ist damit gemeint. Also nur, dass man es mal so ein bisschen nachvollziehen kann. Und da muss man halt, kann man mal drauf achten. Die Bewegungen, ob die bei Short H1 typisch sind, die sind immer typisch. Also es gibt jetzt kein Gesetz, wo ich dann sage, das muss immer so sein. Wir haben auch Tage, da passiert es nicht. Aber in der Regel, vor allen Dingen, wenn halt nicht klar ist, wo läuft jetzt irgendwie der Tag hin, dann haben wir ganz oft die Gegenbewegungen innerhalb von wenigen Minuten, manchmal sogar nur Sekunden. Ja. Also behalte das echt mal im Auge. Und weil ich kann nicht irgendwie irgendwie nach einem Stundentrigger irgendwo gehen und dann aber halt mit einem festen Stop oder halt mit der ATR vom M5 dann halt irgendwo dann dagegen anstinken, das funktioniert einfach nicht. Wir können mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja jetzt. Ich weiß es nicht. Also die 4 Minuten, 3,5, die halten wir jetzt mal noch aus hier.
Dann würde ich nämlich tatsächlich, wenn das jetzt hier, wie gesagt, drunter schließt, dann hole ich mir die Eröffnung. Gut, die ist ja hier sowieso, ich meine, hier, ne, die Stundenkerze ist ja einfach, aber ist ja auch nicht mehr als die Eröffnung. Dann würde ich knapp unter die Eröffnung gehen und würde dort halt Short Limit handeln. Ohne erstmal großartig nachzudenken. Aber wie gesagt, ich brauche natürlich einen Schlusskurs, der jetzt so ein bisschen tiefer ist, weil ansonsten haben wir hier halt auch, wäre es möglich, dass wir einmal sogar hier oben drüber laufen, dann wird es halt unsauber. Also deswegen, wenn ich mir was wünschen darf, dann jetzt einen Schlusskurs unter der 470, also hier unten irgendwo. Und dann wäre es möglich, dass wir das halt hier mal zu Gesicht bekommen. Wie gesagt, es ist nicht immer so, aber es ist das, was man einplanen sollte, wenn man im Stundenchart unterwegs ist. So, noch 2,5 Minuten. Beim Skalieren kaufst du immer mit LPO dazu. Keine Stop-Orders. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also das kann ich nicht, ehrlich gesagt, nicht pauschal beantworten. Sagt denn der Tacho? Steht ein Plus, ne? So, noch 2,5. Ach so, genau. Ich wollte ja vorhin. Und die Zeit noch. Ja. Kann ja auch noch ganz schnell. Moment, ich versuche jetzt mal gerade das Bild von eben da an Start zu bringen. Vielleicht kann ich die kleine Pause mal eben nutzen. Können die Teilnehmer mich Jetzt hören? kommt. Bin ich verständlich? Weil Dirk scheint nicht zu antworten, wenn ich was sage. So, Okay, alles klar. Vielen Dank. da ist es doch. Also, gehen wir fort. Das ist ja hier vom Ausblick halt, ne? Das ist halt das Bild, das sieht man ein bisschen größer auf der rechten Seite der DAO und hier jetzt halt der DAX. Da sieht man halt ja auch recht deutlich, dass halt hier einfach jetzt erstmal nur dazwischen klemmt. Hier hatte ich halt ja auch einen Punkt eingezeichnet. Ja, das sind wir jetzt irgendwie knapp davor gelaufen. Da fehlt schon, da geht schon noch ein Stück mehr. Aber das wäre jetzt halt so der Trigger, ne? 4,77 passt jetzt ja dann halt natürlich auch wieder dazu. Da hätte ich gerne drunter geschlossen, damit es hier halt hier so ein bisschen klarer wird, ne? Das ist aber jetzt halt leider nicht der Fall. Hier haben wir die 502. Und da oben, das müsste ich jetzt heute erstmal, das würde dann morgen ergänzt werden. Den Bereich hier oben müsste ich ein bisschen genauer ausloten. So, aber jetzt sehen wir es ja vielleicht. Ne? Ganz schneller Rücklauf hier. Ich gucke, was ich hier wieder in den anderen schnell reinkomme. Ne? Ganz schneller Rücklauf, zack. Ne? In die, das war jetzt halt hier die Hälfte von der Stundenbewegung, ne? Also von Eröffnung bis Schluss innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist natürlich hier eine kurze Strecke, ne? Aber das hat man selbst dann, wenn halt die, wenn wir halt so geschlossen hätten, wie ich mir das gewünscht hätte, nämlich hier unten drunter, hätten wir es garantiert genauso gesehen oder höchstwahrscheinlich genauso gesehen. Das ist halt typisch. Ja. Nur hier, haben wir jetzt natürlich halt, ja, es ist halt so, das ist so ein bisschen unschön, unsauber, wie er jetzt halt hier läuft. Ja, also nichts, wo ich jetzt halt irgendwie absolut stressfrei da halt irgendwo reinkomme. Leider. Aber vom Prinzip her aber dennoch, ne? Ich hoffe, man hat es irgendwie vorhin verstanden, wie ich das gemeint habe. Ne? Das ist ja jetzt auch passiert, ne? Auch wenn wir nicht die ganze Strecke noch nicht hier gemacht haben. Ne? Aber ich meine, wenn man sich mal überlegt, wir haben eine Stunde gebraucht, um von hier von der 92 in etwa auf die 81 zu kommen. So, und er hat eine Sekunde gebraucht, um die Hälfte davon nach der Stunde halt nochmal durchzulaufen und nochmal hier vor allen Dingen bis an den Schlusskurs zu laufen. Ne?
Also von der Stunde, nämlich zack, zack. Das war wirklich eine Affäre gerade von ein paar Sekunden. Und deswegen muss man das halt auch entsprechend immer mit einplanen. So, jetzt könnte man natürlich hier sagen, ja, ich gehe an der Eröffnung, weil das halt so eine schöne lila Marke ist, gehe ich erstmal short. Mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich würde eher dann halt, wenn man hier nochmal Short sucht, würde ich tatsächlich drüber dann halt nochmal ansetzen. Naja, gut. Boah, ich bin ein bisschen erkältet immer noch. Okay, ist das Mikro noch da? Ja, ne? Gut. Also, das heißt, das wäre jetzt halt auch meine, vielleicht noch kurz, auch wenn es jetzt hier im Live-Trading nicht so wahnsinnig viel gebracht hat. Also die 20 Punkte da eben und den Blödsinn, den ich da halt versucht habe zu zeigen, den blenden wir bitte mal gedanklich aus. Der war einfach nicht gut aufgelöst. Also ich meine, er wäre aufgegangen, ja, aber nicht so. Also man sehe es mir bitte nach, ja, dass ich mich da vorhin wirklich mal richtig dumm angestellt habe, kurz. Aber halt, ich konnte mich ja dann so weit nochmal fangen und konzentrieren und dann halt hier zumindest eine vernünftige Bewegung dann halt noch aus dem Markt rausschneiden, die ja dann auch nachvollziehbar ist. So, aber wie gesagt, dann für die weitere Betrachtung, ne, also ich würde schon sagen, halt, dass die Short-Seite hier dominieren sollte, so wie das momentan gerade aussieht, auch wenn wir hier jetzt erstmal seitlich sind, aber das heißt, spätestens hier oben der Bereich dann halt, ne, die 550 dann leider, ich hoffe es echt nicht, ne, ich kriege wirklich langsam eine Störung, wenn ich den da oben sehe, über der 502. Also mir wäre am liebsten, und dann kann man ja mal drauf gucken, ob das halt passiert, dass wir hier dazwischen, ja, also zwischen der 9-Uhr-Eröffnung und der 502, dass wir da nochmal eine Reaktion kriegen, dann von dort aus dann entsprechend halt auch unter die 470, rum 470, weil es die Eröffnung von 8 Uhr dahin laufen und dann haben wir hier einfach eine Fortsetzung von dieser Abwärtsbewegung. Weil das hier, wenn man sich das nochmal anguckt, auch vom Aspekt von Außenstäben, habe ich jetzt nur keinen Indikator, dass wir schweben einfach in dem letzten Außenstab und das war hier 7 Uhr. Gut, da ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Volumen in 7 Uhr, aber eigentlich stehen wir innerhalb der 7 Uhr Kerze und sonst gar nichts. Ne? Und das heißt, kritisch wird es dann halt, oder ja, in seitwärts übergehen würde es entsprechend halt auch wieder erst, wenn wir über der 500 dann nochmal schließen. Und dann sind wir da seitwärts, aber noch längst nicht long. Und deswegen wäre das halt auch hier so ein bisschen Wunschszenario, wo ich gerade sage, mir wäre es am liebsten, wir reagieren irgendwo dazwischen. Ja, also hier so in dem Bereich, weil hier beginnt der letzte Außenstab und es sind halt nur mal Algos, die damit halt gerne hantieren. So, das heißt, irgendwo hier dazwischen, ja, das wäre halt das Allerschickste und dann halt direkt nochmal runter unter die 480 und am besten hier direkt unter die 470, unter die 8-Uhr-Öffnung. So, und wenn das gelingt, und dann kriegen wir höchstwahrscheinlich auch nochmal einen Druck nach unten und die 401 war ja halt auch ein guter Support, aber auf der anderen Seite unübersehbar und hat vor allen Dingen, das wäre natürlich jetzt meine nächste Überlegung, hat dann einfach nicht viel gebracht. Also nicht wirklich ein neues ATH. Und deswegen baue ich nach wie vor, auch wenn das irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehbar ist, aber ich baue nach wie vor drauf, dass wir hier einen Rücklauf auf die 329 kriegen oder vielleicht sogar auf die 13.268. Also nochmal ein Stück weit tiefer. Dann hat er zwar das Problem, dass es ein Fehlausbruch sein könnte. Wenn man sich das Bild mal fertig vorstellt, mal angenommen, wir hätten halt hier da so ein paar Kerzen, die hier unten stranden, dann sieht das schon übel nach Fehlausbruch da oben aus. Das ist natürlich die Gefahr dabei, ne? Aber auf der anderen Seite, es geht ja hier auch nicht wirklich weiter. Und es kommen einfach keine Käufer, die Lust haben, das da oben drüber zu kaufen. So, und deswegen halte ich das ab hier unten dann nochmal für wesentlich interessanter. Und dass da halt nochmal versucht wird. Dann haben wir zwar erstmal, wie gesagt, einen Fehlausbruch hinter uns, aber das wäre plausibel. Ansonsten, wenn wir hier oben reinlaufen, dann glaube ich, dann kriegen wir wieder nur Geschiebe und stehen da oben. Vielleicht pieksen wir dann mal da oben dran, aber da wird halt dann doch früher oder später dann das Ding nochmal nach unten gedrückt werden. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das so kommen sollte.
Gut. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich hoffe, man konnte so ein bisschen was damit anfangen. Und Florian, den komischen Long schneiden wir nachher raus, oder? Nein, machen wir nicht. Ist natürlich nicht ernst gemeint, ne? Also, es geht ja auch immer darum, halt, man darf ja auch mal Scheiß bauen, man darf es aber dann auch nicht verstecken. Oder muss ja dann halt irgendwie einfach auch dann dazu stehen und dann halt, wie ich es ja auch gemacht habe, dann auch mal sagen, gut, ich hau mir jetzt mal selber auf die Finger und halt mich da mal kurz zurück und suche mir gleich was Anständiges Neues. Und das habe ich ja gemacht, ne? Also von daher war der auch easy ausgeglichen. Und aber trotzdem ärgert mich das natürlich, weil das sollte mir so nicht passieren. Aber okay. Gut. Also hat Spaß gemacht. Ich hatte zu wenig Kaffee. Und ich hoffe, ihr konntet hier irgendwas mitnehmen oder habt vielleicht tatsächlich dann um 9 Uhr halt direkt auch auf den Short-Knopf gedrückt. Das war schon okay. Genau, hier fragt es gerade, ich gucke mal gerade nämlich hier noch auf die Fragen. Im H1 ist doch ein Hammer, oder? Vergesst den Hammer, ganz ehrlich. Ein Hammer ist das schlechteste, nachweislich, wirklich das allerschlechteste Long-Signal, was es gibt. Es ist so, es ist wirklich so. Das kann man ganz einfach ja auch testen. Also es gibt ja halt hier auch dieses Hammer-Add-on im Stereo-Trader. Schickt das Ding durch den Estimator, durch den Tester, was auch immer. Im Hammer kommt nichts bei raus. Nix. Das ist wirklich Blödsinn, ne? Und Gegenteil, wenn man halt irgendwie einen guten Short-Entry sucht, sucht man sich einen Hammer. Die Chance ist wirklich viel, viel, viel größer, da halt, dass da was bei rauskommt, wie wenn man am Hammer long geht. Guckt es euch wirklich an. Weil das ist, glaube ich, so halt im Lehrbuch, glaube ich, steht überall auf Seite 1, der Hammer ist ein Long-Signal. Wahrscheinlich ist das deswegen so, ich weiß es nicht, ne? Aber man kann es, nein, man kann es ja auch anders erklären, aber man kann es einfach prüfen, ja? Funktioniert nicht. Da gibt es wesentlich Besseres, ne? Also ein umgedrehter Hammer, so ein Inverted Hammer, wo der Kopf unten ist und dann halt der Docht nach oben. Das ist wiederum eine Geschichte, die funktioniert erstaunlich oft gut, ne? Aber okay. Gut. Ja. Dirk, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Gut, so. Alles klar. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen Also wir hier mal Dirk einen kann Deckel mich auf jeden zu. Fall nicht hören. Und ich freue mich, dass Vielleicht ihr können Sie echt den Herrn Hilger mal unfassbar darauf zahlreich heute hinweisen. dabei gewesen seid. Und schade, dass der Nelson nicht da war, aber der Florian macht das eh besser als der Nelson. Von daher ist es nicht so weiter schlimm. Natürlich Spaß. Aber der Nelson wird das nachher wahrscheinlich hören oder wird das gesteckt bekommen und dann kriege ich wenigstens wieder was zurück. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wann es ist, aber ihr könnt ja einfach auf der Seite von FX Flat euch da in den Kalender eintragen, beziehungsweise halt die Veranstaltungen halt abonnieren und dann kriegt ihr sowieso eine Mail. Und wir machen die Geschichte hier ja zweimal im Monat plus das NFP-Trading und eben die Helpdesk. Die Geschichten sind auf jeden Fall dauernd hier on air sozusagen. Also, schönen Tag euch allen. Danke an FX Flat, an den Florian. Kein Danke an den Nelson, der nur mal kurz hier war und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Florian, möchtest du noch was sagen? Auch wenn der Dirk mich jetzt Nee, nicht Florian ist hört, gar nicht sage ich da. auch Also, ich freue nochmal. mich bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dahin. Okay. Also auch wenn der Dirk mich jetzt nicht mehr gehört hat, wünsche ich auch nochmal im Namen von FX Flat einen schönen Tag. Ne? Vielen Dank für die Teilnahme auf jeden Fall und die Fragen, die ihr gestellt habt. Die Aufzeichnung kommt natürlich schnellstmöglich online vom Webinar. Und ich hoffe natürlich, dass Sie auch am 4.2. wieder dabei sind, wenn es dann wieder um 8:45 mit dem nächsten Webinar mit Dirk weitergeht, mit dem Live-Trading. Alles klar. Viel Erfolg. Ciao, ciao.